dem Tyrann, auf den Gipfeln der Verzweiflung, des Leidens satanisches Prinzip. Warum möchten die Menschen unbedingt etwas verwirklichen? Wäre es denn nicht unvergleichlich besser, unter der Sonne in heiterer Gemütsruhe und bewunderungswürdigem Schweigen zu hängen? Was gibt es denn schon zu verwirklichen und weshalb so viel krampfhafte Anspannung und Machtstreben? Der Mensch hat den Sinn fürs erhabene Schweigen verloren, für die hehre Gelassenheit, die das Wesen mit Ewigkeitsdüften berauscht. Obgleich das Bewusstsein die Frucht einer vitalen Schwäche ist, hat es sich nicht bei jedermann als Unfähigkeit zur Anpassung niedergeschlagen, sondern bei manchen gar die Steigerung vitaler Urtriebe bewirkt, eine Übertreibung des Imperialismus des Lebens. Unfähig in der Gegenwart zu leben, häufen sie viel mehr auf als zum Leben nötig. Ballen Material zusammen, das auf ihnen lastet und sie unterjocht. Also betrachtet war das Gefühl für die Zukunft ein Unheil für den Menschen. Der Vorgang, durch den das Bewusstsein die Menschheit in zwei große Kategorien geteilt hat, gehört zu den sonderbarsten und könnte die Erklärung liefern, warum der Mensch ein so wenig beständiges Geschöpf ist, außerstande, ein Zentrum der Energie und des Gleichgewichts zu finden. Sowohl jene, die das Bewusstsein zur Verinnerlichung getrieben, zur Qual und zur Tragödie geführt, als auch die, welche es zu einem grenzenlosen Machthunger, zu einer fürchterlichen Erwerbungs- und Besitzsucht getrieben hat, sind auf verschiedene Weise unausgeglichen und unglücklich. Das Bewusstsein hat aus dem Tier den Menschen und aus dem Menschen den Teufel. Aber noch aus keinem einen Gott geschaffen, obgleich die Menschheit sich rühmt, einen ans Kreuz geschlagen zu haben. Hütet euch vor den zum Laster Unfähigen, denn ihre Gegenwart kann nur langweilig, abgeschmackt und farblos sein. Denn was kann ein im Laster Ungeübter schon tun, als euch Moral predigen? Und wer die Moral nicht zu überwinden wusste, hat keine vom Leben gebotene Erfahrung vertieft, keinen Aufschwung verfehlt und keinen Zusammenbruch verklärt. Eine erhabene Existenz beginnt erst, wo die Moral für sie aufhört, weil sie von dort an alles riskieren, das Absolute erklimmen kann, wenngleich sie durch Hemmnisse an der wirksamen Verwirklichung gehindert wird. Es bedarf unendlicher Verklärungen, um in die Höhenluft emporzusteigen, wo alles erlaubt ist, wo sich die Seele ohne Gewissensbisse in die Vulgarität, ins Erhabene oder Groteske stürzen kann und eine derart üppige Fülle verwirklicht, dass ihr keine Lebensrichtung und Lebensform verschlossen bleibt. Die Tyrannei des Äußerlichen und Allgemeinen, welche die gemeinen Seelen beherrscht, verringt um der absoluten Spontanität des einzigartigen Daseins zu weichen, dessen Norm in seinem innerlichen Fluten zerfließt, dessen Gesetz in ihm selbst begründet ist, jenseits jeder Form und jeden Schemas. Wie sollte sich die Moral für ein solches Wesen auch nicht verflüchtigen? Ein Wesen, welches das Großherzigste sein kann, weil es so absurd ist, dass es bereitwillig auf die Welt verzichten und folglich alles hergeben kann.
Die Hochherzigkeit ist mit der Moral, mit dieser Rationalität der Sitten, des Gewissens, mit dieser Mechanisierung des Lebens unvereinbar. Jede großherzige Tat ist verdächtig, ist eine Entsagung, zu welcher der Gemeine unfähig ist, der das Gewand der Moral anlegt, um seine vulgäre Nichtigkeit zu verbergen. Alles, was wirklich moralisch ist, beginnt dort, wo sich die Moral auflöst. Die Kleinlichkeit einer Moral mit rationalen Normen, starren Gesetzen und äußerlichen Gerüsten tut sich kaum besser hervor als bei der Verurteilung des Lasters, dieses Ausdrucks fleischlicher Tragik und leidenschaftlicher Verwirrung, welcher aus der Gegenwart des Geistes im Fleische erwächst. In jedem Laster ist die Tragödie des Fleisches gegenwärtig, ein Sprung des Fleisches aus seinem Los, ein Versuch, die immanenten Schranken, die den leidenschaftlichen Elan einkerkern, zu zertrümmern. Eine organische Langeweile steigert sich bis zur Verzweiflung der Nerven und des Fleisches, der man nur entrinnen kann, indem man alle anderen möglichen Formen der Wohllust versucht. Die Anziehung aller anderen vom normalen abweichenden Formen träufelt eine auffühlende Unruhe in die Empfindungen des Lasters, deren Auswirkungen verschiedenartig und deren Errungenen komplex sind. Erregungen. Im Laster scheint der Geist Blut zu werden und im Fleisch mit immanenter Kraft zu wallen. Die Erkundung des Möglichen kann nicht ohne die Mitwirkung des Geistes, ohne das Eingreifen des Bewusstseins erfolgen. Das Laster stellt eine Form von Triumph des Individuellen dar. Und wie könnte das Fleisch das Individuelle ohne Eingriff von außen verkörpern? Ein Gemisch von Geist und Fleisch, Bewusstsein und Blut, bewirkt eine äußerst fruchtbare Wallung für denjenigen, der den Verlockungen des Lasters erlegen ist. Nichts stößt mehr ab als das erlernte, erborgte und affektierte Laster. Deswegen ist das Lob des Lasters gänzlich ungerechtfertigt. Man kann allenfalls seine Fruchtbarkeit bei Menschen, die es zu verklären und von dieser Abweichung abzuweichen verstehen, feststellen. Es auf grobsinnliche, vulgäre Weise ausleben, bedeutet lediglich seine skandalöse Materialität ausbeuten und den immateriellen Schauer, der jedes Laster in einen Vorzug verwandelt, vernachlässigen. Das intime Leben kann, um gewisse Höhen zu erreichen, kaum auf die Unruhe aus dem Laster verzichten. Und ein Wüstling kann nur verurteilt werden, falls er das Laster, anstatt es als Vorwand zu betrachten, in einen Selbstzweck umwandelt.